Hey. Was machst du denn hier? Die Tür stand offen. Ich habe noch ein paar Sachen von dir im Schrank gefunden. Die hätte ich doch schon noch selber holen können. Ist ja ganz schnuckelig, deine neue Wohnung. Naja, so als Übergangslösung. Willst du ein Bier? Ja, gerne. Ich hab nur Malzbier. Du und dein Malzbier. Setz dich. Danke. Steht dir ganz gut, der Blaumann. Findest du? Mhm. Ich komme mir vor wie aus einer Boyband. Prost. Prost. Wie läuft's bei dir? Kommst du voran mit deiner Kollektion? Geht so, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in letzter Zeit nicht so ganz bei der Sache. Mhm. Wahrscheinlich fehlen mir deine ketzerischen Kommentare. Jetzt auf einmal. Ja, jetzt auf einmal. Wir waren ganz schön bescheuert, oder? Ziemlich. Unsere alte Küche könnte auch mal wieder einen neuen Anstrich gebrauchen. Meine alte Küche. Ich könnte später bei dir weitermachen. Ach, du, wenn du nichts Besseres zu tun hast, gerne. Warum nicht? Aber jetzt mal ehrlich. Du bist doch nicht hier, weil du einen Handwerker brauchst, oder? Ich wollte mit dir über was sprechen, was mich ziemlich belastet. Hast du mit einem anderen geschlafen? Jesus, ich will es gar nicht wissen. Nein, 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 habe ich nicht. Ich war... Was? Ich hatte eine Abtreibung. Wann? Vor 2 Wochen. Moment, du warst schwanger? Von mir? Ja. Und du hast mir nichts gesagt? Ich dachte, das mit uns ist endgültig vorbei. Du hast unser Kind abgetrieben. Ja. Und jetzt kommst du her und... Du wusstest, wie gern ich Kinder gehabt hätte. Aber ich nicht, Tim. Ich will noch kein Kind und das weißt du. Wegen deiner Scheißkarriere? Ja, wegen meiner Scheißkarriere. Und jetzt? Willst du mich zurück oder was? Es war der falsche Zeitpunkt. Vergiss es. Tim, ich... Sieh zu, dass du Land gewinnst. Was? Raus hier.